Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Ihr habt mir alle gesagt, ich soll mir den neuen Track von Mysep noch geben. MI aus dem Leben. Tschüss, Alter, holy fuck, ich hab mich gerade vor meinem eigenen Schatten einfach erschreckt. Okay, aus dem Leben, produziert bei Andir. Sagt mir leider nichts. Aber ihr meintet, ich werde den sehr, sehr für Bruder. Like-Dislike-Verhältnis ist ja anders krass. 35.000, aber 3.508 Likes und nur 8 Dislikes. Holy fuck. Das ist krass, das ist sehr, sehr krass. Freunde, wir hören rein, das Ding ist seit 4 Tagen draußen. Heute Abend, merkt euch, Livestream um 23 Uhr werden wir live sein auf Twitch. Link in der Beschreibung, ansonsten auch im angepinnten Kommentar, lasst schon mal ein Follow da. Wir werden uns ab 0 Uhr, 0:30 Uhr die neuen Deutschrap-Releases geben. Ich werde euch so eine halbe Stunde Zeit geben, dass ihr selbst die Releases euch reinhören könnt. Für alle, die nicht mit mir zusammen dann direkt das erste Mal reinhören wollen. Dann werden wir vorher ein bisschen schnacken, vielleicht noch ein bisschen zocken, vielleicht eine Runde Pummelparty oder whatever mit ein paar Kollegen von mir. Ansonsten schaut gerne vorbei, ihr seid herzlich eingeladen, 23 Uhr auf Twitch. Und jetzt geben wir uns den neuen Track von MI. Aus dem Leben. Okay, Andir wird da anscheinend ausgesprochen. Auf, das Leben ist nicht leicht. Du musst zur Tat schreiten, wenn nur Reden nicht mehr reicht. Ich weiß, ihr seid noch jung und habt für sowas keine Zeit. Doch nehmt euch die Minuten mal und hört auf meine Zeilen. Macht die Schule, auch wenn der Lehrer dich hasst. Noten sind egal und Karma lässt ihn sowieso bezahlen. Wichtig ist, dass am Ende der Abschluss am Start ist. Es bringt dich nicht ins Starbiss, aber schafft dir eine Basis. Sei ehrlich und loyal, wenn du Schulden hast, bezahl. Egal was du verbockst, bleib am Ende immer gerade. Ich weiß, sie von Gangster sein und kommen von der Straße. Aber bist du einmal drin, dann wird sie grau deine Fassade. Strong. Strong. Sehr, sehr strong. Und vergleich diesen Text jetzt mal, diese ersten 30 Sekunden mal bitte, mit, keine Ahnung, Enomero Zero, Ferrero, Digga. Nee, jetzt, no front gegen die, sondern eher gegen deren Ghostwriter, Dog. Aber, ihr wisst, was ich meine. So, vergleich diesen Text mal, den Einfluss, den so ein Song haben kann, mit dem Einfluss, den Song von whatever, eine 0815, Straßenrapper. Ob die Jugend haben kann. Ich weiß, sie von Gangster sein und kommen von der Straße. Aber bist du einmal drin, dann wird sie grau deine Fassade. Drogen sind cool, wenn man jung ist und naiv. Wenn die Lachflashs kommen, bis es im Lungenflügel zieht. Teste deine Grenzen, aber bleib nicht daran hängen. Vertrau auf deinen Verstand, lass dich von Goldbullen nicht blenden. Yeah, das Einzige, was du brauchst, Bros, Dopamin. Deine Wahl, hol es dir durch Sport oder Kokain. Viele bleiben. Oh, real talk, man. Das ist real talk, Digga. Ich weiß, die Versuchung ist hoch und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, man soll alles verbieten, was irgendwie potenziell schlecht für einen ist. So, ich gehe auch ab und zu mal feiern so und ich habe auch nicht den gesündesten Lebensstil so, aber ich nehme außerhalb, ich nehme keine härteren Drogen. Jetzt gut, Alkohol ist natürlich auch eine harte Droge, was man nicht so relativieren sollte, aber ihr wisst, was ich meine so. Man soll auf jeden Fall sich vor Augen halten oder... Das habe ich auch für mich selbst gelernt, öfter mal reflektieren, wie man lebt und Digga, wie trieb- und dopamingesteuert man voll oft ist und man einfach voll oft diesen schnellen Ausweg sucht und keine Ahnung, sei es diese Tafel Schokolade, die man sich reinzieht, damit man sich besser fühlt, das muss man auch so ein bisschen mehr reflektieren, so, wisst ihr, wie ich meine? Was du brauchst, Bros, Dopamin, deine Wahl, hol es dir durch Sport oder Kokain. Viele bleiben kleben an dem Scheiß, probier Gras, wenn du meinst und dann lass es wieder sein. Glauben an Gott, aber gehen mit dem Teufel. Lieber ein, zwei Brüder als 10 falsche Freunde. Reden nur um Gut. Das ist einfach, jede Zeit ist einfach Real Talk, die MI kickt. Aber geben dir die Kugel, gehen für den Erfolg oder gehen wegen einer Hure. Lass niemals deinen wahren Bruder fallen für eine Frau. Ja, Liebe ist vergänglich, denk nicht Bruderschaft auch. Wegen dieser Scheiße hab ich täglich Wut in meinem Bauch. Ich hab für jeden falschen Bruder eine Kugel im Lauf. Täglich auf dem Kiez ballern, yeah, yo und dance. Doch die wahre Liebe lernst du hier im Halo nicht kennen. Die wahre Liebe kotzt dir nicht besoffen vor die Füße. Leb dein Leben, lass es einfach so passieren. Ich weiß, ihr habt Angst davor, alleine zu sein. Doch man kann glücklich sein, auch ohne einen Partner daheim. Push deine Karriere, geh studieren, mach eine Lehre. Werde Rapper oder Fußballstar, du kannst alles werden, hab ruhig treu. Oh, Gänsehaut. Gänsehaut dabei. Weil er eben sagt, mach was du willst. So. Er will uns jetzt nicht einbürgern oder in den Kopf prügeln, mach eine Ausbildung, mach Studium, mach was Safes.
sondern okay, geh diesen gefährlichen Weg in die Selbstständigkeit oder glaub an deine Träume, so fick auf alles, werd Fußballstar, werd Rapper, wenn du das wirklich willst, kämpf dafür und mach das. Du kannst es schaffen, wenn du es wirklich willst, so, aber mach es nicht halbherzig und wenn du was anfängst, bring es zu Ende. Das ist ganz wichtig so. Ihr könnt wirklich, Real Talk, ich weiß, dass dieses Nummer 15 gelabert, aber ihr könnt es schaffen, so, wenn ihr es wirklich wollt. Das ist das Problem. Leute geben da nicht 100%, die sind nicht 100% dazu committed, so. Wenn ihr einen Traum habt und sagt, okay, ich möchte, sei es YouTuber, Streamer, whatever werden, dann könnt ihr nicht, wenn ihr noch in dem Weg seid, wo ihr das aufbaut, jedes Wochenende feiern gehen und jedes Wochenende Scheiße machen oder ihr müsst durchziehen dann so. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte das machen, dann macht ihr das so. Und dann wird es auch was. Aber ihr dürft euch nicht auf halber Strecke beschweren, oh, es hat ja nicht geklappt, so, jetzt sitze ich hier so, hab keine Ausbildung, whatever, wenn ihr nicht committed wart, so, wenn ihr nicht reingepusht habt, so. Das ist dann eure eigene Schuld einfach. Träume, aber lernen, dass sie zerfallen können. Das Leben bleibt für dich nicht stehen, wenn du weiter rennst. Merk dir, du bist, was du bist. Ganz egal, welches Aussehen, Name oder Farbe man dir gibt. Fick Leute, die sich mit dir im Glauben profilieren. Wen geht Religion, Herkunft etwas an außer dir? Religion ist kein Auto oder Rolli aus dem Shop, sondern einfach nur der Glaube zwischen dir und deinem Gott. Irgendwann kommst du mit dem Tod in Betracht. Ich finde auch gut, wie er gesagt hat, zwischen dir und deinem Gott. Zwischen dir und deinem Gott. Nicht zwischen dir und Gott, sondern zwischen dir und deinem Gott. Dem Shop, sondern einfach nur der Glaube zwischen dir und deinem Gott. Irgendwann kommst du mit dem Tod in Bedrängnis. Jeder lernt es irgendwann, das Leben ist vergänglich. Keine Chance, da gibt's nichts zu verhandeln. Leben ist das Produkt der Gedanken. Leben ist das Produkt der Gedanken. Leben ist das Produkt der Gedanken. Das ist true. Das ist sehr, sehr true. Ey, das ist sehr, sehr true, man. Die Zeile kommt mir jetzt nicht aus dem Kopf. Das Leben ist das Produkt der Gedanken. Ist so wie, finde ich, dieselbe Message, so wie du bist, was du isst. Wenn du nur Scheiße isst, so, dann fühlst du dich kacke, bla, 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 und wirst fett, bla, 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 krank, whatever. Und wenn du nur scheiß Gedanken in deinem Kopf hast, dann ist dein Leben, obvious, halt auch scheiße, so, wisst ihr, wie ich meine? Da bist du schlecht gelaunt, kommst nicht aus dem Bett, whatever. So, ihr wisst ja, was ich meine, so. Deswegen sagt man auch immer, umgib dich mit positiven Menschen, umgib dich mit gut gelaunten und Menschen, die ein gutes Mindset haben, so, weil es auf dich abfärbt. Und wenn du gute Gedanken in deinem Kopf hast, dann wirst du logischerweise auch ein gutes oder besseres Leben führen. Sehr, sehr nice Song, Alter. Sehr, sehr nice. Durch solche Tracks merkt man auch, was er mal für ein guter, intelligenter Mensch ist, finde ich. Er hat ein sehr gutes Herz. Das kommt in solchen Songs einfach rüber so. Natürlich könnte er andere Mucke machen, die viel mehr gehypt, viel mehr geklickt wird, aber macht er nicht so. Er bleibt sich selbst treu, sagt die Message, die er sagen möchte und hilft damit vielleicht, selbst wenn es nur eine Person ist, die dadurch irgendwie ein anderes Mindset bekommen hat, hat er mehr erreicht als diese 0815 Straßenrapper, so wisst ihr, wie ich meine. Geiler Song, Alter, geiler Song. Zeilen aus dem Leben, sehr, sehr nice. Sehr, oder nur aus dem Leben, nicht Zeilen aus dem Leben, aus dem Leben. Ich werde euch auf jeden Fall den Link zum Original in die Beschreibung packen. Leute, push das Ding nochmal. Gönnt MI dann nochmal ein bisschen Support, weil ihr wisst selber, Mann, die Leute haben zu wenig Aufmerksamkeit für die Mucke, die sie eigentlich produzieren, Digga. Deswegen würde mich das sehr freuen. Ansonsten, ja, sehen wir uns bei einer weiteren wunderbaren Video. Lasst mal eure Meinung zum Track gerne in den Kommentaren da. Bis dahin, Freunde, bleibt fresh, so wie immer und ciao.